Eins. Willkommen zurück zum zweiten Shooting. Wir sind weiterhin draußen. Es wird immer wärmer. Deswegen hoffen wir, dass auch alle Kameras und Lampen mitmachen. Aber wir möchten natürlich weiterhin, dass ihr Fragen stellt. Jetzt haben wir die Anna-Helm nochmal hier. Dieses Mal ein bisschen anderes Thema. Basic der Fashion- und Porträtfotografie. Ihr seht schon, der Aufbau ist jetzt ein bisschen anders als gerade. Kein Tisch mehr. Das Model hat sich mal ganz flott noch umgezogen. Und wir haben jetzt einen schönen lila Farbton in den Hintergrund. Das wird auf jeden Fall richtig cool aussehen. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, in den Chat alles zur Porträt- und Beauty-Fotografie. Und dann würde ich sagen, du kannst schon mal langsam loslegen mit dem Shooting. Gerne noch mal so kurz den Aufbau erklären, wie rum du irgendwas gemacht hast, ne? Damit die Leute das ein bisschen nachvollziehen können. Ja, super, vielen Dank. Ja, willkommen zurück. Ich freue mich, dass wir hier weitermachen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem ersten Masterclass. Wir haben jetzt viel umgebaut. Wir haben jetzt lila oder flieder Hintergrund und auch Umstyling gemacht. Da haben wir eine Kollektion von einer anderen Designerin genommen, von Abesa, von Fashion Design Institute. Und ich finde, das sieht mega aus. Das steht dir auch, Hanna, super. Und dafür haben wir aber auch als Kontrastfarbe die grüne Ohrringe, halt grüne Accessoires genommen, damit es so ein paar Akzente gesetzt werden. Hanna, du kannst schon mal aufstehen, damit wir den kompletten Look auch einmal sehen können. Ich mache mal auch ein Foto davon. Ich erzähle das auch extra, weil eigentlich der Look super wichtig ist und ich beschäftige mich vor dem Shooting auch immer um mir ein bisschen Zeit zu nehmen, wie der Make-up aussieht, wie das alles zusammen kombiniert. Und ich finde diese kleinen grünen Akzente super. Ich mache schon mal einmal einen Test-Shot, um zu sehen, wie das Ganze zusammenwirkt und ob mir noch was stört. Da könnt ihr schon mal sehen, ja, im Capture One habe ich den Cover einmal kurz ersetzt. Das ist einmal diese Überlagerung, die man auch immer dran machen kann. Das mache ich auch ab und zu extra, damit ich sehen kann, wie viel an Platz ich oben, unten und von den Seiten habe. Weil oft solche kreative Shootings und Fashion Editorials, die werden ja meistens für Magazin gemacht. Und da braucht man gewisses Platz für den Ausschnitt, für eventuelles Text, was auch mal dazu kommt. Aber lasst uns erstmal auf das Foto konzentrieren. Was haben wir hier eigentlich an Licht gemacht? Ich benutze wieder drei Lichtquellen, allerdings sind die Light-Setup ein bisschen anders aus. Dafür haben wir auch eine andere Hintergrundfarbe. Ich habe hier einmal zwei Blitzlampen nach oben gerichtet. Ich mache das vom Hintergrund ein bisschen weg, damit das nicht stört, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Mit den Standardreflektoren, beide nach oben gerichtet als Fill Light, weil eigentlich unser Bild ist schon sehr überladen und schwer, dadurch, dass wir diese lila Farbe haben. Deswegen möchte ich das Bild auf jeden Fall mit dem Licht ganz schön befüllen, damit es keine mögliche Schatten kommt. Und als Hauptlicht habe ich hier ein Octabox wieder auf das Model ein bisschen schräg. Nicht so ganz auf sie, sondern etwas schräg, damit nur ein bisschen quasi an sie vorbeiläuft, damit es auch nicht zu viel Kontrast ergibt, weil eigentlich auch in diesen Sachen haben wir schon viel Kontrast und viel Bewegung und die Farben sind auch sehr übersättigt, sage ich mal, deswegen übertreibe ich da mit dem Licht auch nicht viel. Das ist mein Basic Setup, zwei Lampen nach oben und eine Lampe als Hauptlicht, ansonsten kann man damit auch ganz viel experimentieren. So, jetzt, ja. Ja, du kannst es gerne so positionieren, wie du möchtest. Gesundheit. Ja, eigentlich die Lampen kann man auch sehr frei verschieben. Das ist kein Problem, damit das jetzt nicht im Bild stört. Nur ich würde, also Position ist okay, aber dann würde ich die Lampe auch Richtung Mitte leuchten. Dann haben wir das Gleiche eigentlich. Dann mache ich nochmal einen Test, ob sich was verändert hat. Dann schauen wir das. Letzter Touch in Make-up. Da würde ich tatsächlich noch die Haut, nicht nur Gesicht, sondern auch die Haut ein bisschen schminken, Brust und Hände, damit es schön glitzert. Und dann machen wir mit euch einen Test danach. Ja, auch nicht vergessen, das muss man am besten schon immer machen bei Beauty-Shooting, bei einem Fashion-Shooting auch. Für Porträt ist es wichtig. So spart ihr unglaublich viel Zeit bei der Retusche und natürlich das verfeinert den Hautbild. Ja.
was wir am Make-up gemacht haben. Hanna, kann ich einmal kurz ein Bild machen von deinem Gesicht? Ja, wir haben einmal hier Kombination von Grün und Lila, was auch ja, zu unseren Farben von diesem Editorial passt. Genau, an den Lippen haben wir schön Gradient von Lila zu ihrer natürlichen Farbe, was ich auch ganz schön finde. Deswegen müsst ihr halt bei Mode nicht übertreiben und immer entscheiden, worauf der Akzent kommt, ob das auf die Augen geht oder auf die Lippen. Ich würde da nur eins aussuchen. Super. Jetzt können wir nochmal einen Ganzkörpertest machen bezüglich meiner Position und Position der Model. Nicht so nah am Hintergrund, nicht so nah an der Wand stehen, am besten in der Mitte. Das ist die perfekte Position. Wie ich das immer mache, ich gehe ein bisschen weiter weg und zoome lieber, anstatt ich so nah am Model stehe. So ist die Proportion einfach perfekt. Wenn ich dann ab und zu sitzen muss, dann nehme ich mir einen Stuhl, aber ich starte immer, also ich starte erstmal im Stehen und dann schaue ich mir, wie das aussieht. So, jetzt habe ich das von dieser Position einmal gemacht und jetzt zeige ich euch, wie das aussieht, wenn ich das von hier mache, ohne zu zoomen. Meine Position ist 1:1, nur wie das aussieht, also die Proportionen sind schon mal sehr verzerrt und ich sehe hier schon mal auch einen großen Schatten, das ergibt sich durch den Stativ, was hier hinter steht. Deswegen würde ich den ein bisschen nach hinten machen, wenn das nicht zu sehr stört, damit ich diesen Schatten vermeiden kann. Ja. Ja, und im Capture One habe ich ja diese Vorlage auch schon gemacht. Und genau, deswegen mache ich das weiter von der anderen Position. Ich hoffe, ihr merkt den Unterschied, wenn ich... Ja, wenn du ein paar rausnimmst, dann wäre super. Dann mal eine Frage einfach so allgemein zu deinem Kamera-Objektiv-Setup. Ja. Du hast die R5, ja, von, genau. Wegen der hohen Auflösung wahrscheinlich, wegen Fashion in dem Moment und der Bildfolge Autofokus. Beim Objektiv, du hast jetzt das 24-70 dran. Ist das eins, womit du normalerweise auch arbeiten würdest oder bevorzugst du eher Festbrennweiten zum Beispiel? Ja, das ist mein Setup, was ich schon immer benutze und davor hatte ich auch von Canon die 5D Mark IV. Jetzt habe ich die getauscht, weil ich eigentlich ein sehr aktiver User bin und meine Kamera hält wahrscheinlich nur 3-4 Jahre aus und danach ist sie in meinen Händen einfach kaputt, weil ich wirklich jeden Tag damit arbeite. Und davor hatte ich auch 24-70 Objektiv und das ist mein absoluter Favorite. Das nehme ich in jedem Shooting, habe ich das dabei und weil ich hauptsächlich ja Modefotografie auch mache, ist das super praktisch, weil man gleichzeitig auch Porträt und Ganzkörper, aber auch Gruppenbilder machen kann, wenn man mehrere Models am Set hat. Deswegen bevorzuge ich das. Für Anfänger allerdings empfehle ich feste Brennweiten, weil am Anfang muss man ganz viel mit Perspektiven arbeiten und ich weiß ja schon, wie ich mich hinstelle. Wenn man aber eine Festbrennweite hat, dann versucht man einen bestimmten Winkel zu finden, man läuft durch die Gegend rum und außerdem die feste Brennweiten, die sind ja meistens lichtstärker als Zoom-Objektive. Deshalb, da ist die Frage, was so aktuell sich gut anbietet und für was. Aber für Mode ist das Standard für mich. Super, danke. Ja, gerne. So. Zu meinen Einstellungen. 1:200 wegen Blitzen, die Belichtungszeit. Blende 10. Ich arbeite auch immer bei der geschlossenen Blende. So, jetzt haben wir ein bisschen Schatten im Hintergrund, was ich aber auch ganz okay finde. Ich lasse das auch, weil ich möchte das nicht gleichmäßig haben. So sieht es ein bisschen interessanter aus. Und ISO bleibt bei mir 100. Alle Lampen sind auf der halben Lichtstärke. Und diese Lampen, wie ihr merkt, wir sind eigentlich hier in einem Zelt. Das ist jetzt aufgebautes Studio draußen. Alle Blitzlampen funktionieren ohne Strom. Das ist super. Das ist ganz praktisch. Das benutze ich eigentlich auch immer outdoor. Das empfehle ich euch auf jeden Fall bei Fashion zu machen. Und wie ihr merkt, parallel mein Model macht wunderschöne Posen.
Das sieht super aus. Ich mag das. Du kannst weitermachen. Was wir hier gerade an Outfit haben, das ist sehr beweglich. Wie ich meine Outfits eigentlich für die Shootings aussuche. Entweder nehme ich so Outfits, die eher eine Silhouette bilden. Hier ist das eigentlich nicht der Fall. Hier ist das Outfit eher ganz voll und beweglich, was ich auch super schön finde. Deswegen bei dem Outfit hat man schon sehr große Freiheit und man kann eigentlich mit dem Körper ganz viel arbeiten. Beine sind frei, man kann zum Beispiel sowas nach vorne machen und super gerne würde ich hier auch eine S-Kurve bauen, so dass man zum Beispiel sowas macht und Eigenschaften von einem Outfit zeigt. Außerdem auch mal an einem Ort stehen und mal ein bisschen zu zeigen, wie die Pailletten sich bewegen, wie die Struktur von dem Outfit ist. Und das ist dann unser Ziel, das müssen wir auffangen. So, dann lass uns mal ein paar coole Shots machen. Toll. Sehr schön. Ich fotografiere erstmal nur von der frontalen Perspektive. Die Perspektiven machen wir dann etwas später. Hanna, kannst du dich ein bisschen weiter nach da? Ja. Super, sehr schön. Jetzt kann ein bisschen Bewegung rein. Ja, top. Super, haben wir. Jetzt kannst du mal dasselbe nur von dort zu mir. Jetzt nicht auf die Seite, sondern wirklich schräg zu mir. Genau. Und du musst nicht so weit weggehen. Es geht eigentlich nur um einen Schritt. Ein bisschen mehr nach vorne. Ja, so dass du quasi in die Mitte gehst. Ja. Okay. Top. So einen breiten Schritt ist immer ganz cool dafür. Top, haben wir. Super. Jetzt kannst du wieder in die Mitte und ich würde noch ein paar bewegliche Posen machen, wenn du an einem Platz stehst und genau von einer Seite zu der anderen drehst. Sehr schön. Super. Das hat auch wunderschöne Ärmel, das Outfit. Sieht auch top aus. Man muss nur merken, dass es das Schwarze nicht. Genau. Ja. Das ist schön. Von diesem Motiv möchte ich aber ein Porträt haben. Das ist das Praktische. Ich kann bei dem Objektiv schnell zoomen und wenn ich mal ein tolles Porträt sehe, dann gehe ich entweder selber nach vorne mit komplettem Zoom. Ja, ich bin jetzt gerade komplett gezoomt auf 70 mm. Dankeschön. Wunderschön. Ja, ihr seht, ich kann gleichzeitig mein Motiv entscheiden, also wie das geschnitten wird. Deswegen arbeite ich bei Fashion nur mit Zoom, keine Festbrennweite. Ja, toll. So, ich muss mal kurz sehen, wie das aussieht an dem Porträt, ob das Licht stimmt. Okay, ja, das ist das. Geht darum, dass die Batterien ab und zu leer gehen und oder ich zu schnell bin. Deswegen hatten wir das ein paar Mal. Ich muss noch ein bisschen langsamer sein. Ja, schön. Ich muss nur bitten, den Beep ausmachen vielleicht. Oh, vielleicht haben wir heute noch vergessen. Ja. Ja, klar, kein Problem. Ja, in der Zwischenzeit, wenn noch Fragen sind, stellt sie. Ne? Wir haben Experten hier. Habt ihr wahrscheinlich nicht regelmäßig, sage ich jetzt mal, dass ihr Fragen stellen könnt, deswegen gerne raushauen. Und als Anmerkung, wenn zwischendurch mal auf den Bildern was schwarz ist oder unterbelichtet, dann liegt es daran einfach, dass der Blitz noch nicht ganz da ist von der Leistung her. Und deswegen ist das Bild so dunkel. Weil wir hier draußen so viel Licht haben, müssen wir relativ stark die Lichter machen. Und dann, wenn man vieles danach fotografiert, dann dauert es manchmal ein bisschen, bis die wieder da sind. Genau, wir haben eigentlich die Blitze teilweise auf volle Power, deswegen bei meiner Schnelligkeit, da kommt auch die Kamera ab und zu nicht mit. Ich bin einfach viel zu schnell.
Deswegen ab und zu kommt das Bild dunkel. Das ist aber ganz okay. So, dann was Posen ergibt. Das ist cool. Das kannst du jetzt gleich machen. Wir müssen gleich mal verschiedene Posings-Ideen ausprobieren. Ja, sehr schön. Super. Ja, dabei auch nach da schauen, das war toll. Wunderschön. Okay, bei dem Motiv gehe ich jetzt auch gleich näher. Geht das noch? Mhm. Ja. Ja. Okay. Super. Lass uns jetzt von hinten ein paar Proben machen. Einmal so ein Backshot, dass du zu mir schaust. Ja, da ist abgesteckt, da kannst du einmal nach hinten machen. Ja, das Kleid hat auch einen schönen Ausschnitt, oder? Das ist kein Kleid, das ist ein Overall, sieht nur ab und zu wie Kleid aus. Das finde ich auch ganz praktisch. Deswegen würde ich das von hinten auf jeden Fall noch ausnutzen für ein tolles Porträtbild. Ja, und genau, ein Ohrring muss immer nach hinten. Hals schön lang machen. So, Hanna, du kannst gerne zu mir schauen. Kannst du deinen Ohrring nach hinten machen? Ja. Toll. Jetzt gehe ich noch ein bisschen näher. Ich denke, dass in diesem Ausschnitt wird dieses Bild noch viel schöner rüberkommen. Toll. Super. Schaffen wir denn mit dir, Hanna, eine Pose auf dem Boden, wenn du die Beine so Querformat bildest? Das ist echt schwierig zu kommen. Ja. Ich habe Angst, dass es reißt. Okay, lieber nicht, ne? Sagst lieber du? Nicht, aber es wäre cool. Ja, das. Mal, warte mal. Ja. Genau, Gesicht nach da und Beine schön lang nach links machen. Dann lieber aufstehen. Dann, nein. Okay, wir haben es versucht. Ja, ab und zu passt die Kleidergröße einfach nicht. Entweder viel zu groß oder viel zu eng an manchen Stellen. Deswegen machen wir es weiter im Stehen. Ich muss noch kurz auf die Zeit achten, ob wir jetzt schon umziehen müssen. 13:56. Ja, dann würde ich eigentlich schon umziehen, ja, und Hairstyle Change machen. Weil wir haben eigentlich schon ganz, ganz viele Motive mit diesem einen Kleid gemacht. Das müssen wir jetzt auch nicht mehr machen, weil wir auch schon sehr, sehr viel erreicht haben, von vielen Seiten das Kleid abfotografiert oder den Overall, auch Porträts gemacht. Deswegen würde ich jetzt auf Silhouette gehen und wir haben einen tollen zweiten Outfit aus der Kollektion. Da geht es mehr um die Silhouette. Haare, müssen wir gleich schauen, weil das hat eigentlich hier so einen Schnitt. Aber ich denke, lass uns aufmachen. Ja. Ja, wir schauen gleich, wie das aussieht. Wir können ja erstmal ein paar mit zu. Ja. Und ein paar dann mit drauf. Okay. Ja, dann machen wir das so. Dann werfe ich mal rein aus dem Chat Lob, weil immer Fotografie ist schon mal schön, ne? Die Bilder sehen gut aus, aber auch wird Lob, dass du halt gut mit dem Model umgehst. Ne? Das ist ja so das, was kriegt man viel nicht mit bei der Fotografie. Das ist auch was, wo man selber so ein bisschen hadert. Mhm. Deswegen ist es schön, dass du das auch miterklärst, dass die Leute das ein bisschen mitnehmen, wie man mit Models so umgeht. Vor allem, wenn es mal ein größtes Team ist, ne? Mit Wiese auch noch mit dabei. Ja. Das ist dann schön, dass man so einen professionellen Blick auch mal reinbekommt, den man nicht immer hat. Aber ich denke, jeder kann da professionell sein. Es geht nur darum, dass man einfach die Leute um sich herum hat, die auch Interesse an dem Bild haben. Und ich bin ein Teamplayer, das ist 100%. Ich kriege das nicht alleine hin und das kann ich zu 100% sagen. Deswegen, ich respektiere alle Leute, die immer mit mir dabei sind, weil ich einfach der Meinung bin, das kriegt man einfach nicht alleine hin. Deswegen, wenn ihr mal Interesse an Modeshootings generell habt, dann fängt schon mal direkt an, mit guten Models zu arbeiten, engagiert Make-up-Artisten, überlegt euch tolle Ideen
Und ja, wenn dann wird jeder Interesse haben, dann wird jeder auch das zeigen und dazukommen und würde dann gerne ein Teil davon sein. Auf jeden Fall. Vielleicht so ein Tipp für die Leute, die wirklich am Anfang sind, so ich sag mal, da war es mit Berührungsängsten. Man weiß selber noch nicht so, wie sehen die Bilder groß aus, wie möchte ich überhaupt das Bild gestalten und dann steht man da und weiß nicht, wie geht man mit dem Model um. Ja. Sagst du da wirklich, nehmt euch ein Model, was wirklich schon selber, ich sag mal, ein bisschen was vorgibt, so ein paar Positionen oder wie würdest du da rangehen? Ich würde da tatsächlich ganz anders rangehen. Mhm. Nicht so, wie du das sagst. Das schaffst du auch nicht vor Ort, wenn du so eine Person bist. Ja. Wenn du in dieser Situation bist, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann heißt das, du hast dich schlecht vorbereitet. Mhm. Vorbereitung ist hier der Kern. Das ist jetzt nicht einfach so, dass wir hier gekommen sind und auf einmal alles toll dann aufbauen, sondern es geht um wochenlang Vorbereitung. Wir haben uns mindestens eine Woche lang darauf vorbereitet und alles geplant. Und das war Plan B, Plan C, falls Wetter schlecht wird, falls das, falls dies. Dafür haben wir auch mehrere Styling-Optionen mitgenommen, obwohl nur die Hälfte von denen benutzt wird. Mhm. Und das muss man vorher alles visualisieren, jedes Aspekt aufteilen. Wie arbeite ich mit dem Model? Dann macht man ein Posing-Moodboard, dann schickt man das dem Model und sagt, bitte Model, üb das vor dem Spiegel, wenn du nicht so viel Erfahrung hast. Dasselbe für Make-up, da gibt es auch ein paar Make-up-Optionen. Ihr habt ja auch gesehen, wenn ich irgendwie mit Lippenfarbe nicht zufrieden bin, dann sage ich das auch ruhig. Mhm. Das kann ich nicht, vorher nicht wissen, wie das am Model sitzt. Deswegen Vorbereitung ist der Kern. Alles gründlich vorbereiten, Moodboard erstellen für jedes Team, für jeden Teamplayer, dass jeder weiß, was er vor Ort dann zu tun hat. Dann klappt es schon. Dann klingt es gut, ja. 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 Brauchst du denn dann, wie würdest du auch vorgehen, wenn du jetzt noch nicht so viel Equipment hast? Ne? Machst du es da ähnlich von der Planung her, ich sag mal, anderes Lichtsetup zum Beispiel und planst dann das Foto drumherum oder wie gehst du damit vor? So, würdest du auch mit wenig umgehen oder nur mit natürlichem Licht arbeiten zum Beispiel? Oder sagst du, natürliches Licht ist mir zu unsicher, lieber mit Blitz? Ja. Das hängt wirklich davon ab, was für Fotoshooting das ist. Wenn es darum geht, dass man ein kommerzielles Shooting macht und dafür brauchst du 200 Top-Bildergebnisse und jedes Bild aus 5000 geschossenen Bildern muss einfach fokussiert und top und perfekt sein, dann nehme ich natürlich viel Equipment mit, dazu auch mehrere Leute. Aber wenn ich einfach mal spontan mit dem Model für einen Testshoot irgendwo hingehe, dann reicht mir auch eine Blitzlampe oder nur ein Reflektor oder aber komplett gar nichts. Dann fokussiere ich mich eher auf Arbeit mit dem Model. Das hängt davon ab, was für ein Ziel man hat. Wenn es einfach mal spontanes Fotoshooting ist, dann nehme ich auch nicht so viel mit. Weil je mehr Schlepperei ich habe, desto weniger konzentriere ich mich auf die Bilder. Das ist ja schon klar. Aber manchmal muss man das halt. Ja, manchmal bleibt es. Aber wir haben es ja zum Glück hier gehabt. Ja. Danke. Gerne. Ja, das sieht schon gut aus mit Haare zu. Ich weiß nicht, ob wir die Haare jetzt gleich aufmachen. Ja. Ja. Das wird dann zu viel. Zubleiben oder aber auch Haare nach hinten. Wenn wir die straight nach hinten später machen, dann würde ich das vielleicht cool finden. Meinst du dann? Oder so, ja. Oder Zopf nach hinten. Den Zopf nach hinten. Weil wir hatten das ja schon irgendwie dreimal. Wir können auch einen Zopf nach hinten machen. Ja. Da wird es halt nur nicht so streng rüberkommen. Ja. Das dann so unauffällig ist. Ich mache trotzdem jetzt ein paar Shots damit. Wollt ihr die gleiche Ohrringe oder wollt ihr die Ohrringe nochmal wechseln? Austauschen, ja. Ach, Entschuldigung. Mhm. So, Test. Ich teste nochmal. Ja, sieht mega aus. Ich teste nur, ja. Ich würde tatsächlich an den Haaren was machen. Ich kann dir auch sagen, was mich stört. Ich finde bei dem Outfit sehr stark den Hals. Und hier ist mir, das passiert zu viel. Wir müssen den Hals ein bisschen befreien. Also Haare im Fliegentopf nach hinten. Oder hier oben. Also so, dass das mehr... Das gestreckt ist. Genau. Also wollt ihr Haare... Ja, lass uns mal kurz schauen, wie das aussieht, wenn du das schnell einmal kurz machst. Ja.
Sieht so cool aus. Ja, cool. So, wir machen jetzt ein Quick Hair Change, weil wir so mit dem Ergebnis bisher noch nicht zufrieden sind. Man muss immer dem Outfit die Haare wirklich anpassen. Kann sein, dass man das auch beim Make-up anpassen muss. Und hier haben wir eine Partie, also hier möchten wir einen Hals länger haben. Deswegen möchten wir die Haare einmal sleek nach hinten zurück und vielleicht hier einen coolen Dutt. Sie kann sich nicht hinsetzen. Okay. Ja, das sieht schon mal viel besser aus. Hier musst du noch ein bisschen ziehen. Wie lange brauchst du, um das Weiße nochmal anzuziehen? Das Helle? Das soll ein bisschen, weil das von, also komplett geknöpft werden muss. Mhm. Anna, so? Ich würde mich beeilen. Also nur von der Höhe. Nicht von der Höhe. Mhm. Ich fände das unten besser. Ja. Wollen wir ein paar Shots so, die Haare slick nach hinten testen? Also slick muss ich jetzt Haare reinmachen. Mhm. Dann mache ich mehr aus. Okay. Also wenn das für dich so geht, ja. Ja. So einmal einfach mal nach hinten zurück. Also ich kann es ein bisschen machen, nur nicht halt diesen Sleek Wet Look. Wet Look brauche ich auch nicht. Genau. Aber ich finde die offen straight so ganz schön. Ja. Ja, das gehört auch dazu. Wenn das nicht passt, dann muss man das noch alles korrigieren, damit der Look einfach perfekt ist. Ja, das finde ich ganz schön, Alina. Ja. Sieht super aus. Ja. An den Seiten noch mal. Da muss ich noch mal am Set schauen. Ja, mehr zusammen. Ja, lass uns mal kurz testen. Vorsicht hier. Kannst du dich schon ein bisschen halb seitlich aufstellen? Sieht super aus. Ich mag das jetzt voll, vor allem diese Welle. Ist wunderschön. Wie findest du das? Mhm. Ja, also alles super, nur Alina, Make-up-Artistin, hat gemerkt, hier die Spitzen. Das ist natürlich in der Nachbearbeitung etwas schwierig, alles wegzumachen. Deswegen vor Ort geht es schneller. Ein paar Sekunden, dann ist es weg. Ja, wird auch gerade gemacht. Hier einmal ein Foto, damit ihr das seht. Ja, sieht auch viel, viel besser aus. Ich mag diese Wellen, die du gemacht hast. Vielen Dank. Okay. Ja, hier ist natürlich die Stärke bei dem Outfit, weil bei uns, bei, ja, hier bei Fashion-Fotografie ist natürlich das Outfit als Fokuspunkt und wir müssen die Stärke des Outfits zeigen. Hier geht es nicht um Beauty, hier geht es nicht um Accessories, sondern das Outfit ist hier der Knaller. Deswegen müssen wir hier auch aufpassen, dass wir wirklich das Outfit perfekt in Szene setzen und die Stärken nochmal betonen.
Und hier finde ich die Schulter einfach wunderschön gemacht. Deswegen hier auch ein näheres Porträt. Wunderschön. Das ist ja ein tolles Covermotiv. Jetzt würde ich nur ein bisschen den Schulter nach da machen und jetzt zu mir schauen. Ja. Lippen lieber zu. Nochmal so und zu mir. Augenkontakt, ganz wichtig bei Coverfotografie. So, ich schaue mal, wie das aussieht, wenn ich meine Perspektive ändere. Kannst du ein bisschen mehr drehen und wieder den Schulter. Ja. Ja, jetzt sind wir bei Porträtfotografie. Da achte ich sehr auf das Augenkontakt, auf die Emotionen und wie alles zusammen harmoniert. Top. Super. Kannst du dich einmal frontal umdrehen wieder? Schön. Kann ich mal kurz sehen. Sehr gut. Da fände ich aber die andere Seite vom Licht her besser. Ja, die andere Seite war, genau. Ja, da haben wir aber viele tolle Shots. Da möchte ich auch nochmal den Rücken fotografieren, weil da hatten wir mal ein paar Motive, aber den kompletten Rücken nochmal. Ja, und dann kannst du so zur Seite schauen. Top. Hier kannst du die Beine lieber zusammen machen. Das sieht schöner aus. Und Gewicht auf ein Bein dann setzen. Schön. Ja, die Arme schön, wie du das gerade gemacht hast. Und die Silhouette mit den Händen bilden. Ja, Beine lieber zusammen. Das finde ich wirklich top. Und hier, wenn du die Hände so ein bisschen, genau, so ein bisschen nach da machst, hier ein bisschen nach da, dann bildet sich eine schöne Silhouette. Also ich mache das eigentlich selten, dass ich dem Model irgendwie Arm oder halt selber anstelle, sondern sie macht das schon gerne von alleine, aber manchmal muss man das einfach zeigen, weil die Vision einfach ein bisschen anders ist. Und das Model sieht eigentlich komplett was anderes als Fotograf. Deswegen kann das Model auch gar nicht vorstellen, wie das auf dem Bild aussieht. Da muss man ab und zu dem Model auch was zeigen, damit sie auch eine klare Vorstellung hat, was da so hinter der Kamera abgeht. Schön. Hier möchte ich aufs Quer gehen. Das sieht toll aus. Hanna, kannst du ein bisschen zu mir schauen? Hast du jemanden gesehen? Das ist okay. Ja, also ansonsten kann man das ausschalten, wenn da so ein bisschen stört. Ja. So, straight nach vorne schauen, genau. Und da würde ich tatsächlich ein bisschen nach oben schauen, nach da. Ja, ich möchte die Silhouette von deinem Kinn haben. Und noch mehr ein bisschen nach da gedreht und so nach oben. Ja. Top. Ich setze das Model immer noch nicht in die Mitte. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt bei dem Beauty-Shooting. Das ist ganz wichtig, weil wenn in die Mitte das Auge oder das Gesicht kommt, das wird ja meistens für ein Editorial für Magazine gemacht. Und wir brauchen da das Model entweder hier oder da. Deswegen lassen wir immer in freien Raum links oder rechts, damit dann noch Platz für Text dabei ist. So, ich mache noch ein paar Quermotive. Das ist für die Doppelseite super schön. Jetzt kannst du dich wieder mal nach vorne drehen. Ja. Und lass uns ein paar Ganzkörperbilder, habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Deswegen
Die Ganzkörper mache ich aber diesmal etwas von unten. Mal schauen, ob wir da genug Platz dafür haben. Ich mache mal jetzt eigentlich so für in 24 mm, was ich da so für einen Blick habe. So sieht das bei mir aus. Und wenn ich ranzoome, dann muss theoretisch das alles abgeschnitten sein. Ich setze mal wieder diesen Cover auf. So, ein bisschen von unten reingezoomt auf fast 70 mm. Und ja, das geht voll. Also ich habe da noch ein bisschen was von oben, aber eigentlich kann ich den Hintergrund dann super in der Nachbearbeitung erweitern, wenn ich das brauche. Ja. Sehr schön. Jetzt mache ich ein Porträt etwas von der unteren Perspektive. Ja, das geht jetzt zum Beispiel nicht, weil da sehe ich schon mal von oben. Also so sieht das bei mir aus. Deswegen das Porträt würde ich dann lieber ganz frontal machen. Sehr schön. Das finde ich super, wie du das mit dem Bein gemacht hast. So, dann habe ich auch einiges an Blumen hier, glaube ich. Das hat uns netterweise jemand mitgenommen. Ich weiß nicht, seht ihr das? Also ich habe hier die Auswahl an verschiedenen Blumen und ich würde die ganz gerne für mein Bild benutzen. Da muss ich nur noch aussuchen, welche farblich dazu passen. Ich mag die Fliederton, solche Blumen und die noch ein paar. Das andere kannst du bitte halten. Die Blumen würde ich dann vor meiner Kamera vorhalten, damit wir da ein bisschen noch zusätzlich Ebenen haben. So sieht das aus. So. Genau. Finde ich auch ganz cool, tatsächlich. Jetzt muss ich nur noch entscheiden, ob ich weiterhin mit einer geschlossenen Blende bleibe, weil ich nämlich auch beeinflussen kann, wie unscharf meine Blumen werden. Und die sind gerade relativ scharf. Da muss ich aber das Weitere noch anpassen. Ich probiere mal aus mit einer geöffneten Blende. Dafür muss ich aber mein Licht noch ein bisschen zumachen. Kleinen Moment. Bei der Gelegenheit eine Frage: Mit welchem Bildsystem arbeitest du normalerweise? Profoto Profoto. oder Broncolor. B10 oder was hast du? B10 habe ich, ja. B10, okay, alles klar. Auch mit Dauerlicht arbeitest du da auch oder eigentlich im Studio nur mit Blitz? Ja, ich arbeite hauptsächlich mit Blitz, aber Dauerlichtoptionen würde ich mir auch bald anschauen, weil Okay. das ist ein ganz anderes System. Okay, dann war es noch eine Frage wegen, weil du das mit der Silhouette erwähnt hattest. Wie genau versteht man das mit der Silhouette fotografieren, dass man das Model die Kleidung genau sieht oder ein bestimmter Winkel oder wie ist das gemeint gewesen? Silhouette ist damit gemeint, ich suche ja für meine Shootings auch bestimmte Outfits aus und da haben wir eine super große Auswahl an der Kleidung, was heutzutage sich anbietet. Und ich versuche da immer die Outfits, interessante Outfits zu suchen, die die Silhouette der Menschen ein bisschen verändern, damit man Akzente setzen kann. Beispielsweise hier zum Beispiel auf dem Schulter. Und das zeichnet ja die Mode- und Editorial-Fotografie aus, dass man damit experimentiert und ja, den menschlichen Körper auch ein bisschen neu definiert. Deswegen, das habe ich eigentlich mit der Silhouette gemeint. Okay, perfekt. Danke. Gerne. So, jetzt habe ich die Lichtverhältnisse verändert und wir schauen mal, wie das jetzt aussieht. Die Blende habe ich geöffnet und ihr seht die Blumen, was ich ja, vor der Linse vorhalte. Die haben sich auch an Form verändert. Die sind jetzt unschärfer als davor und die sind jetzt an sich heller, weil die auch unschärfer sind. Das benutze ich auch ganz oft als Effekt. Somit wird die Ebene, zusätzliche Ebene im Bild gebildet. Das heißt, wir haben hier in diesem Fall einmal die Ebene mit den Blumen,
einmal das Model und einmal den Hintergrund noch zusätzlich. Und je mehr Ebenen wir eigentlich im Bild haben, desto besser und ausgearbeiteter ist das Bild. Weil hätten wir jetzt auf Location ein Fotoshooting gemacht, hätten wir ja auch noch zusätzliche Tiefe gehabt. Auf jeden Fall könnt ihr damit mit dem Blümchen oder was auch immer ihr vor der Hand habt, viel experimentieren. Das kann man eigentlich, theoretisch kann man einfach mal den Handy nehmen. Das zeige ich euch einfach mal, wenn ihr sagt, was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Blumen oder Gläser nicht dabei habe. Einfach mal ein Handy und random Bild, was ich jetzt gerade aufgemacht habe. So würde das dann, einen kleinen Moment. So würde das dann aussehen. Also ihr könnt eigentlich theoretisch dann alles vorhalten. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert, weil da kam die Spiegelung von meinem Handy. Aber da muss man schon ein bestimmtes Bild aussuchen und dann klappt es schon. Ich mache das mit Blümchen weiter. Das hat mir viel besser gefallen. Jetzt gehe ich ein bisschen näher und zoome ran. Und mache damit noch ein Porträt. Ich schaue mal mit der... Je nachdem, wie ich das vorhalte, ich kann ja auch ein bisschen weiter weg. Ja, wäre auch cool, wenn Andrea, du von einer Seite und Alina von der anderen Seite die Blümchen vorhalten. Wir sind ja jetzt auch mehr im Porträtbereich. Blau-weiß oder? Verteilt, wenn es geht. Dann macht das blau-weiß. Nein. Alina ein bisschen tiefer. Ja. Alina ein bisschen nach da. So, ich muss noch die Einstellungen anpassen. Das ist jetzt ein bisschen zu dunkel, weil Andrea, du bist, glaube ich, im Licht. Ja. Noch ein bisschen heller würde ich noch gehen. Toll. Ja, so schnell macht man das. Also einfach mal die Blümchen vorhalten. Du kannst ruhig, wenn du noch kannst. Ja, ich mache noch ein paar Motive. Top. Ja, das ist eher fürs Porträt. Kennt ihr die Blümchen jetzt ein bisschen weiter nach hinten? Ich würde ein bisschen näher ans Gesicht gehen. So schnell kann man das Bild eigentlich befüllen. Alina, deine Hand ist gerade, glaube ich, da. Alina, noch ein bisschen näher, tiefer. Ja. Jemand hat gefragt, ob du im Studio mit Dauerlicht arbeitest. Ich arbeite nicht mit dem Dauerlicht. Ja, ich arbeite nur mit dem Blitzlicht. Super, toll. Jetzt, ja, das Motiv mit den Blumen haben wir schon, vielen Dank. Dann würde ich gleich noch mit deiner Hand, wenn du ein bisschen gegen die Kamera was machst. Und dann würde ich die Blümchen auch wieder, nur meine aber, vorhalten. Okay, ja. Die Hand vielleicht so, also nicht komplett gegen die Kamera. Ich möchte nur die Silhouette ein bisschen verändern. Und hier ist, genau, so vielleicht, also so, dass du mal ein bisschen ein paar Variationen dann hast. Ich gehe jetzt auf Querformat wieder, deswegen schalte ich mal den Cover aus. So, ich muss einmal kurz meinen Fokus verändern. Sehr schön. Super, jetzt wieder geradeaus. Okay, das war ein bisschen zu schnell. Ja, und ich bin eigentlich damit super happy.
Ich frage mich gleich, ob wir noch Zeit haben, dieses Weiße zu machen, weil meine Batterie an der Kamera leer geworden ist und ich muss ein bisschen austauschen, ob wir dafür Zeit noch haben. Wie lange brauchst du, um sie anzuziehen? 5 Minuten. Schau mal, wenn das zu lange ist, dann können wir eigentlich den Rock, also diesen Rock einmal und den und dieses Oberteil nehmen. Das passt hier. Okay. Ja. Soll ich dann über den Rock nehmen? Wenn das schneller ist, dann ja. Ja, das ist schneller. Okay, nee, dann machen wir das. Okay, nächsten Outfit Change und ich mache so lange hier die Haare. Die sind ja jetzt auf. Können wir gleich die Windmaschine benutzen oder sind die festgegelt? Okay. Nicht komplett, wie ohne Produkt. Ja. Ich packe die Mac-Produkte jetzt weg, ne? Ja. Leider nicht geklappt. Wir haben ja noch 20 Minuten. Da können wir locker noch ein Outfit schaffen. Dann haben wir eine volle Story. Ja, sieht doch ganz schön aus mit den Blumen. Ja, sieht super aus. Ja, bei der Bildauswahl muss ich dann unbedingt ein Ganzkörperbild aussuchen, ein Porträtbild und ein Bild mit Blümchen dann, was wir gemacht haben. Und das muss dann auch das Beste sein. Ihr könnt ja hier schon mal sehen, ab und zu habe ich keine perfekte Bilder, deswegen die lassen sich ja 100% reduzieren. Und wenn man die erste Runde in der Auswahl macht, dann reduziert sich schon mindestens 2/3. Dann ist es schon mal leichter. Ja, das finde ich auch ganz interessant mit Schatten von den Blumen. Finde ich auch super. Aber auch ohne, nicht vergessen, das Bild ab und zu nicht zu überladen. Das ist sonst manchmal viel zu viel. Über den Weißraum auch denken. Das ist für Editorial-Fotografie auch immer ganz wichtig, dass man Platz für den Text hat. Ja, sehr schön. Okay, Batterie ist ersetzt. Dann warten wir auf ein Umstyling. Frage. Ja. Ich bin jetzt hier nur mit entweder eingebautem Blitzzugange oder ganz ohne. Mhm. Kannst du mir eine Zeitblendenkombination sagen, die hier sinnvoll ist? Ja, hier für das Studio oder für draußen oder generell? Hier. Für die Belichtungszeit empfehle ich dir 1/250 Minimum. Also mehr, wenn du mehr. Genau. Das ist auch schon sehr kurz. Ne? Genau. Aber nee, wenn du es runtergehst, das Model. Kann nur hier nur bis 2,8 gehen. Also, ja. Das Model bewegt sich aber schnell. Und wenn du runtergehst, das heißt, kann sein, dass die Haare unscharf werden. Deswegen empfehle ich dir ab 1/250, nicht länger. Nicht länger. Ja, genau. Was haben wir denn da für eine Blende? Es geht davon ab, was bietet sich denn dein Objektiv an? 2,8. Dann, ja, 2,8 schaffe ich nicht. Also. Ja, genau. Ich denke, bei 250 wird der schon zu dunkel. Ne? Ja, dann musst du mit ISO da eine Kombination suchen. Mit der ISO. Genau. Ja. Ja. Blende 2 ab, dann kannst du aufstellen und dann schauen, welche ISO-Option dann zur Verfügung steht. Ja, genau. Bei mir ist eigentlich immer Belichtungszeit schon sehr konstant und ISO konstant und dann alles Weitere lasse ich mit der Blende regeln. Ja, das kann ich mal versuchen. Jedenfalls 250 ist ein bisschen kurz jetzt hier zurück in der Lage. Ja. Ne? Genau, aber runter würde ich dir nicht empfehlen. Nicht. Ja. Gibt es vielleicht Fragen? Ja, kannst du gerne. Wenn es das bleiben, wir müssen hier so ein, zwei Löcher zu machen. Natürlich, natürlich, kein Problem. Kannst du auch behalten. Ach, kann ich behalten? Wenn du ihr braucht, klar, für den ganzen Tag. Okay. Gibt es denn Fragen online? Ja. Gibt es lange noch, du machst es noch ein Set, habe ich gehört. Ja,
Oder ist es schon Zeit für den nächsten? Ich glaube, ein Set kriegst du, also bis Viertel vor war ja so ungefähr geplant. Ja. Zeit ja noch für Umbau, ne? Dann mache ich, die ist ja auch schon umgezogen. Dann machen wir da noch ein Set und dann machen wir Schluss. Vielleicht noch ein paar Worte über Fashion Editorial so ein bisschen verlieren. Kam gerade noch der Wunsch aus der Regie, dass du da noch ein bisschen drüber quatschst. Über Fashion Editorial? Mhm. Okay, super. Dann ja. Machen wir das und wir machen eben die Seite zu, so um sicher zu gehen. Alles klar, ja. Es ist ja schon, die Sonne ist ja schon weg. Ja. Okay, dann erzähle ich euch ein bisschen über Fashion Editorial. Also hauptsächlich Editorial heißt ja, das wird für ein Magazin gemacht. Es geht um die Veröffentlichung und meistens Editorial, das ist ja Print Magazine. Webitorial heißt Web Publication. Und wenn man für ein Magazin arbeitet oder eine Story dafür macht, da ist es sehr wichtig, mit einem Konzept zu arbeiten, dass man ja ein bestimmtes Thema hat, ein bestimmtes Titel. Und dafür, also damit fängt das Ganze ja schon an, und dafür sucht man auch passende Leute, passenden Stylist, der in dem gleichen Stil arbeitet, was die Vorstellungen sind, passendes Make-up zu den Looks und ja, passendes Model. Wichtig ist, dass man beim Editorial verschiedene Designern benutzt, weil viele Magazine nehmen das eigentlich nicht an, weil wenn man nur einen Designer oder eine Marke hat, dann sieht das wie ein Campaign aus oder Image-Shot für eine bestimmte Marke. Und bei Editorial geht es eigentlich darum, um von den letzten Kollektionen, von den aktuellsten Kollektionen, die gerade auf dem Markt sind, eine Kombination zu finden und eine bestimmte tolle Idee und Thema umzusetzen. Und kreative Teams machen das oft für die Idee, für sich, fürs Portfolio, weil das unglaublich viel Spaß auch am Set macht. Und das ist sowas Ähnliches, was wir heute hier machen. Wir haben einfach mal die Styles und die Kleider von verschiedenen Leuten ausgesucht, um unsere kreative Idee hier umzusetzen. Und ich höre hier schon mal, fängt an zu regnen. Wir haben jetzt noch 15 Minuten Zeit, um den letzten Set zu bauen. Und ich sehe schon mal, die Farbkombination ist einfach super. Ich bin richtig happy damit. Und ich würde hier schon mal mit der Windmaschine anzufangen, weil wir auch nicht mehr so viel Zeit haben. Deswegen, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt das bitte, weil ansonsten ist es bald zu Ende. Das mag ich jetzt nicht mit diesen Stiefeln. Okay. Ja. Entweder komplett ohne oder mit weißen. Hier steht, du sagst gerade eine volle Story. Das bezieht sich wahrscheinlich auf den Begriff Fashion Editorial, bei dem mindestens drei verschiedene Looks eine Story ergeben, oder? Nicht drei, sondern mehrere, weil nicht alle Magazine nehmen drei Looks. Das fängt ab 6 an. Geht bis zu 10 oder 12 Looks und es geht um die Story hauptsächlich. Da liegt der Fokus nicht auf der Kleidung, nicht auf einem bestimmten Marke, sondern wirklich tatsächlich um die Geschichte und Storytelling, was man vor Ort dann realisiert. Ob das im Studio ist, da arbeitet man mit Set, mit Props, mit Blumen, was auch immer man für Idee hat. Oder aber man arbeitet draußen vor Ort mit irgendeiner tollen Landschaft. Ja. Das ist mit der Story gemeint. Vielleicht bist du ungemütlich, ob wir trotzdem weitermachen, wurde jetzt gefragt. Wir machen ja weiter bis 45 und danach kommt der andere Fotograf per. Ja. Ich denke schon, dass wir weitermachen. Es wird gerade hier zugemacht. Hoffentlich machen wir hier weiter, weil das macht wirklich viel Spaß. Ja. Ja. Okay. Und Zelt ist eigentlich relativ fest. Und ja, ich hoffe. Ich sage nur 9. Ja, und auch ganz viel Technik auch hier. Okay, sollen wir anfangen? Bist du bereit? Ja. Seid ihr bereit? Andrea, kannst du bitte den Tüll hinter ihr so werfen? Und Kathi, kannst du vielleicht mal helfen, den Tüll von der anderen Seite zu halten? Da kannst du den Wind so machen, dass wir die Ohrringe schön sehen.
So, ich teste mal aus, ob die Lichtverhältnisse sich verändert haben. So, ein bisschen mehr Wind. Haare würde ich gerne nach hinten. Kannst du ein bisschen zärter schauen? Zärter? Mhm. Okay, stopp. Ich mag das schon sehr mit der Tüll, wie das aussieht. Nur allerdings ganz Körper sieht das nicht so toll aus. Wenn wir genau das hier vermeiden können, diese Linie, dann wäre das toll. Ich möchte nur ein bisschen davon haben. Nur ein kleines bisschen davon. Genau dieses Motiv, was du hier hast. Genau das hier. So ganz zart. Und wir können das ruhig langsamer machen. Nicht so schnell, nicht so hektisch. Bei dir, du kannst sehr zart bleiben. Also das ist jetzt kein starkes Look mehr. Etwas softer, genau, wie am Anfang. Und Haare würde ich etwas zurück machen. Ja, mach das mit der Windmaschine jetzt, dass wir mehr auf Ohren aufnehmen. So. Ich muss mal kurz schauen, wie das aussieht. Ja, das mit der Tür, es gibt ein paar gute, aber ich würde die jetzt ohne machen. Danke. Mhm. So, noch ein bisschen zärter schauen, Mund zumachen. Mhm. Ja. Kannst du mal ab und zu nach hinten schauen? Okay, das ist mir gerade ein bisschen zu hektisch. Warte mal. Ja. Mhm. Kannst du bitte noch mal die Haare etwas richten? Dann mache ich das ohne Windmaschine. Okay, letzte Shots. Test. Schön. Hier gehe ich lieber auf Porträt ein. Kannst du dich gerade aufstellen? Ja. Oh, es regnet ja sehr stark. Okay, sollen wir schon Schluss machen langsam? Oder ist alles okay? Okay. Schön. Hier würde ich auch die Blümchen nochmal dazu nehmen. Dann ist es zärter. Hanna, kannst du dich ein bisschen nach da? Ja, das mit dem Blumen ist doch toll. Sehr schön. Sehr gut. Okay. Ja, ich würde sagen, wir haben das geschafft. Ja, wir haben ganz viel heute fotografiert. Dankeschön. Das war toll. Vielen Dank. Das war super mit euch. Wenn es noch Fragen gibt, Alina, kannst du mal kurz schauen, weil ich habe das hier einmal. Wenn ich zu nah gehe, dann ist das Geräusch. Ja, die wird gerade auch schon abgebaut. Okay. Es tut mir leid. Weiß ich nicht. Ja. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, weil ja gleich der nächste Workshop. Genau, gleich kommt der andere Fotograf schon. Tut mir leid. Aber Hanna unterstrich 15 Themen bei Instagram, wenn Sie das wissen wollen. Hanna, das ist unterstrich 15 Themen. 15. Ja, also Hanna mit K unterstrich 15 Themen.